das ist der neue Opel Corsa. Und der Finger hier, der gehört mir, dem Ubi. Damit herzlich willkommen hier bei Ubi Testet. Schön, dass du reingeklickt hast hier auf meinem Kanal. Heute stelle ich dir den Opel Corsa vor. Der hat 2024 jetzt eine Modellüberarbeitung bekommen. Es gibt eine neue Front hier mit dem Opel Wiser Gesicht. Bedeutet, wir haben hier die schwarze Maske, die eben die Scheinwerfer miteinander optisch verbindet. Wir haben eine durchgängige Sicke, die das Markenlogo in den Fokus setzt. Wir haben frische Matrix-LED-Scheinwerfer. Wir haben hier noch die ein oder andere kosmetische Überarbeitung. Wir haben ein komplett neues Infotainment-System mit schnelleren Prozessoren, feineren Grafikauflösungen. Aber die wesentliche Veränderung, und um die soll es im Detail heute richtig gehen, die steckt hier unter der Motorhaube. Es gibt einen komplett neuen Antriebsstrang, einen 1,2 Liter Dreizylinder Turbobenziner, der nun ein Mildhybridsystem beherbergt und damit besonders effizient und vor allem auch richtig dynamisch sogar noch unterwegs sein soll. Was es damit auf sich hat, was der Corsa sonst natürlich noch so kann, all das wirst du heute erfahren, wenn du jetzt dran bleibst. Ich nehme dich mit auf meine Verbrauchsrunde, wo ich will natürlich herausfinden, wie effizient arbeitet denn der neue Antriebsstrang? Wie fährt er sich? Was bietet der Opel Corsa denn sonst so an Platzverhältnissen? Wie fährt er sich? Was macht die Lenkung? Wie ist das Fahrwerk? Wie sind die Sitzplätze auf den Fondreihen? Wie ist das mit Kindersitzen im Fahrzeug? All das finde ich für dich heute heraus. Wenn du Lust hast und dabei bleiben möchtest, dann schenk dem Kanal hier gerne ein Abo. Das ist kostenlos und sorgt dann dafür, dass du meine Arbeit honorierst und im Endeffekt auch immer auf dem Neuesten bist, wenn du dann auch noch die Glocke aktivierst. Wichtig ist aber, schreib mir deine Meinung unten in die Kommentarbox, denn dann habe ich die Möglichkeit, mit dir zu kommunizieren und dann auch ein bisschen zu diskutieren über das Video und vor allem auch über den Corsa. Liken das Ganze natürlich auch, wenn es dir gefallen hat. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir zur Videovorstellung des Opel Corsa 1.2 Hybrid. Viel Spaß! Mit der Modellpflege bzw. dem Facelift des Opel Corsa hat Opel die Chance genutzt, nun auch hier beim Corsa das einheitliche Markengesicht ihm zu implementieren in die Front. Bedeutet den Opel Wiser, wie schon gesagt, eine durchgängige schwarze Maske, die die Scheinwerfer miteinander verbindet und auf der Motorhaube im Endeffekt eine Sicke beinhaltet, die dann zum Markenlogo in der Mitte hinführt. Und das Markenlogo wird dann sozusagen in dieser schwarzen Kühlermaske mittig getragen. Des Weiteren gab es dann so leichte kosmetische Änderungen, die ihr sicherlich schon in dem ein oder anderen Video vielleicht gesehen habt. Die halten sich allerdings in Grenzen. Bei den Platzverhältnissen ist der Opel Corsa wirklich nicht der großzügigste. Schauen wir ihm als erstes kurz in den Kofferraum. Da hat er ein Standard-Laderaumvolumen von 309 Litern bzw. eine maximale Laderaumtiefe von 67 cm. Und wenn man dann die Rücksitzlehne im Verhältnis 2/3, 1/3 umlegt, entsteht eine Stufe und das maximale Laderaumvolumen besteht dann bei 1081 Liter bzw. die maximale Ladelänge bei 1,55 Meter. In der zweiten Sitzreihe geht es dann auch wirklich eng zu. Ich mit meinen 1,76 Meter hinter meinem imaginären Ich sitze da schon etwas eingeklemmt, muss man sagen. Die Kniefreiheit ist quasi nicht mehr so vorhanden. Die Knie drücken schon in die Vordersitzlehne. Kopffreiheit ist aber genügend und auch der Zustieg ist etwas schmal. Die Türausschnitte sind relativ schmal ausgeschnitten.
Es gibt zwei USB-C-Anschlüsse und das war es dann auch schon, was das Fond-Entertainment oder die Fond-Bespaßung angeht. Es gibt keine Luftausströmer und es gibt auch leider keine Sonnenschutzmodus. Dafür aber hier in der GS-Line eine Sonnenschutzverglasung. In der ersten Sitzreihe, da haben es dann die Fahrer und Beifahrer sehr kommod. Es gibt hier ergonomisch ausgeformte Sitze. Der Fahrersitz bietet zudem nicht nur eine elektrische Lordosenstütze, sondern auch eine Massagefunktion, die sehr angenehm ist und das Ganze dann ermüdungsfrei auf Langstrecken macht. Zudem ist die Sitzauflage relativ großzügig bemessen. Es gibt zwar keine ausziehbare Schenkelauflage, die wird hier allerdings nicht vermisst. Was den Seitenhalt angeht, sind die Sitze ausreichend und auch ausreichend straff gefedert, sodass man sich hier drin gut aufgeräumt fühlt. Das Lenkrad ist in Höhe und Tiefe einstellbar. Es gibt auch eine verschiebbare Mittelarmlehne gegen Aufpreis mit einem kleinen Staufach. Der Überblick über den Instrumententräger gibt auch keine Rätsel auf. Hier sieht man auch keine optischen Veränderungen. Erst einmal beim Facelift einzig, dass hier die Displays abgedatet wurden und dass es jetzt hier auch einen schnelleren Prozessor gibt, sodass dann das Infotainment-System zuverlässiger und auch schneller agiert. Weiterhin an Bord sind Apple CarPlay und Android Auto. Beides wird hier wireless, also kabellos, umgesetzt. Das Smartphone kann dann in der Mittelkonsole induktiv geladen werden oder über einen USB-C bzw. einen 12-Volt-Anschluss mit Strom versorgt werden. Wir haben eine Einzonen-Klimaautomatik hier in unserem Fall verbaut, die etwas tief vom Klimabedienteil angebracht ist. In guter Sitzsicht und Bedienhöhe ist dann der Bordmonitor untergebracht, der hier 12 Zoll misst und auch wirklich gut aufgelöst ist und eben, wie gesagt, auch jetzt deutlich schneller auf Bedienbefehle reagiert. Weiterhin gibt es ein voll digitales Kombi-Instrument, wo das Display ein bisschen zu klein wirkt in meinen Augen, hat mehrere vordefinierte Ansichten und wichtig ist hier natürlich auch die Energieflussanzeige, die eben dann für den Hybridantrieb wichtig ist oder auch sehr spannend ist, hier eben dann das Ganze sozusagen zu begleiten optisch, was sich da so tut unter der Motorhaube. Die Verarbeitung ist wirklich gut, alles ist sauber verarbeitet, wenn auch eher gröbere Materialien, gerade die Türverkleidungen sind hier aus grobem Kunststoff. Dennoch, alles wirkt hier sauber zusammengesetzt. Es gibt keine wirklich schlechten Spaltmaße oder aber hier ungeratete Kunststoffe. All das wirkt hier sehr gut. Ein positiv zu hervorzuheben ist ein sehr großes und tiefes Handschuhfach. Also da passt auch relativ viel hinein. Kommen wir zum Antrieb und um den soll es ja in diesem Video in erster Linie einmal gehen. Ein 1,2 Liter Dreizylinder Turbobenziner hatte man ja bei Opel bis dato und den hat man auch immer noch. Den gibt es wahlweise in zwei Ausbaustufen, eben mit 136 PS oder mit 100 PS. Beide Motoren werden jetzt eben eine zusätzliche Variante hinzugefügt, und zwar eben der Hybrid. Ein 48 Volt Mild-Hybrid-System bedeutet, es gibt keinen Stecker, den man aufladen muss. Das Fahrzeug lädt eine kleine Antriebsbatterie selbstständig, entweder über Bremsenergie-Rückgewinnung oder aber über den Motor selbst auf. Der Fahrer muss da gar nichts machen. Die Antriebseinheit regelt selbstständig, welchen Modus gerade gefahren wird, ob eben sogar voll elektrisch gefahren wird oder eben hier der Elektromotor den Benzinmotor unterstützt oder ob der Benzinmotor hier komplett alleine für Vortrieb sorgt. Es gibt, wie erwähnt, jetzt den 100 PS Motor mit drei verschiedenen Kombinationen. Zum einen als Sechsgang-Handschaltgetriebe, das ist der günstigste Einstieg. Dann gibt es eine Achtgang-Wandlerautomatik und es gibt jetzt eben neu den Hybrid mit einem 6-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe, der eben zusätzlich im Getriebe, in der Getriebeglocke auch einen Elektromotor beinhaltet. Jetzt kommen wir eben zu unserem Hybridantrieb. Der 1,2 Liter Dreizylinder ist komplett neu entwickelt worden. Man würde eben vermuten, es ist der gleiche Antrieb, ist er aber nicht, denn der neue Motor hier arbeitet jetzt auch nach dem Miller-Cycle-Verbrennprinzip, bedeutet, er arbeitet sehr verbrauchsoptimiert, ein eher mager Verbrenner. Das bedeutet, er arbeitet eher eben zum optimalen sogenannten Lambda-1-Wert hin.
Also hier nochmal deutlich effizienter, was das Thema Verbrennen des Kraftstoffes angeht. Bei der Leistung haben wir unveränderte Daten, 74 kW, 205 Newtonmeter Drehmoment. Allerdings hat auch der Elektromotor eine gewisse Leistung, und zwar 21 kW und 55 Newtonmeter. Die werden allerdings nicht zusammengerechnet, denn der Elektromotor hat immer nur punktuell kurze Leistungspeaks, die er zusteuert. Die Systemleistung wird ja immer über 30 Minuten konstante Leistung angegeben. 30 Minuten konstant kann der Elektromotor eben nicht die Energie liefern aufgrund der kleinen Antriebsbatterie. Somit schafft das immer wieder nur zwischendrin zu pushen. Der Hauptleistungsgeber bleibt weiterhin hier der Verbrennungsmotor. Dennoch hat der Elektromotor die Möglichkeit, die Antriebsachse selbstständig anzutreiben. Das tut er auch gerade im unteren Geschwindigkeitsbereich, so im typischen Landstraßen oder besonders natürlich im Stadtverkehr. Da wird dann eben oft der Verbrennungsmotor komplett abgeschaltet, und wer dann eben noch einen leicht ruhigen Gasfuß hat, der kann dann eben hier rein elektrisch unterwegs sein und kann dann so Reichweiten von so knapp einem Kilometer eben elektrisch zurücklegen. Das klingt erst einmal wenig. In der Praxis bedeutet das aber gerade im Kurz- und Überlandverkehr, dass man hier eine elektrische Fahrleistung von ungefähr 20 bis maximal sogar 50, 60% schafft. Das zeigt sich dann natürlich, dass das dann effizient ist und vor allem auch den Verbrauch nachhaltig senken wird. 1 Liter auf 100 Kilometer laut WLTP soll der neue Hybrid gegenüber der Automatikversion verbrauchen. Was das bedeutet am Ende, werden wir natürlich erst beim Fazit sehen. Jetzt kommen wir kurz zu den Leistungswerten. Wie gesagt, 100 PS Leistung, 205 Newtonmeter, das reicht, um hier den Corsa in 9,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 zu beschleunigen. Damit ist er 0,9 Sekunden schneller als die Automatikvariante, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 188 km/h, ist da allerdings um 4 km/h langsamer, weil eben die Achtgang-Wandlerautomatik eben eine höhere Spreizung hat, dadurch eben eine höhere Höchstgeschwindigkeit ermöglicht. Und der Hybrid wiegt insgesamt rund 60 Kilo mehr. Dennoch darf er weiterhin 1200 Kilo an den Haken nehmen, beziehungsweise hat auch hier eine unveränderte Stützlast von 55 Kilo. In der Praxis, das ist jetzt das Entscheidende, merkt man, dass der Dreizylinder deutlich harmonischer läuft. Er läuft deutlich ruhiger, deutlich ausgeglichener. Er fühlt sich deutlich kräftiger an als eben auf dem Papier die 100 PS, weil der Elektromotor eben immer gut unterstützen kann. Und die Kritikpunkte des Start-Stopp-Systems, wo sich der Dreizylinder immer so schüttelt, auch das ist deutlich besser geworden. Er startet deutlich schneller durch das neue Hybridsystem und eben den Riemenstartergenerator, der hier den Motor deutlich schneller an- und abschalten lässt. Und auch im Fahrbetrieb merkt man von dem Ab- und Anschalten des Antriebs wirklich quasi gar nichts. Also ein deutlicher Gewinn, was den Fahrkomfort angeht und was auch so ein bisschen die Fahrperformance angeht. Beim Fahrwerk hat sich nichts verändert. Weiterhin ein sehr ausgeglichenes, komfortables Fahrwerk. Hier mit einer guten Rückmeldung über die direkt agierende Lenkung. Und auch im Stadtbetrieb sorgt gerade der Elektromotor mit seiner Rekuperation für sehr angenehmes, fast schon One-Pedal-Drive, ähnlich einem vollelektrischen Fahrzeug. Also hier beeindruckte der Opel Corsa als Hybrid auf ganzer Linie. Ob er es auch beim Verbrauch tut, das werden wir jetzt gleich sehen. Beim Fazit. Bis gleich. Und da sind wir auch schon beim Fazit mit dem Opel Corsa Hybrid.
Fangen wir zunächst einmal mit dem Fahrzeug im Gesamten an. Der Opel Corsa hat ein super ausgewogenes, tolles Fahrwerk. Das hatte er vorher auch schon. Vom Gefühl her, da sind dann noch so kleine Stellschräubchen gedreht worden. Das Fahrzeug federt angenehm, ist aber auch genügend straff, um ein bisschen dynamisch fahren zu können. Toll sind vor allem diese Intellilux Matrix LED-Scheinwerfer, die Opel so auszeichnet. Und die sind in der Nacht auch echt wirklich ihr Geld wert. Zudem ist das eher so ein kleines, kompaktes Auto, was man eben so ein bisschen mehr fahraktiver haben möchte. Denn zu den großzügigsten, was die Platzverhältnisse angeht, da zählt der Corsa definitiv nicht dazu. Der Kofferraum ist kleiner als die Mitbewerber. Auch die Platzverhältnisse sind etwas beengter als bei den Mitbewerbern. Da könnt ihr zum Beispiel auch das Video des Seat Ibiza euch mal anschauen, der da zum Beispiel merklich luftiger ist. Die wesentliche Veränderung sind jetzt nicht die kosmetischen Anpassungen oder vielleicht das feiner auflösende Display mit dem schnelleren Prozessor, sondern in meinen Augen eben der Hybrid-Antriebsstrang. Der kostet 1.200 Euro Aufpreis gegenüber dem 8-Gang-Wandlerautomatik-Antriebsstrang ohne Hybrid. Das sind natürlich erst einmal richtig viel Moneten, die ihr da mehr hinblättern müsst. Holt ihr die denn am Ende des Tages rein, ist natürlich die große Frage. Schauen wir erst einmal auf den Verbrauch. Auf dem Prospekt ist er um 1 Liter auf 100 Kilometer sparsamer als die Version mit dem Automatikgetriebe ohne Hybrid. Und das kann er in der Praxis auch definitiv so umsetzen. Gerade jetzt im Verbrauchstest waren es 4,9 Liter laut Bordcomputer und 5,2 Liter laut Tankung. Damit liegt er auf alle Fälle 1 Liter unter dem Antriebsstrang. Nur mit der 8-Gang-Wandlerautomatik, den konnte ich ja des Öfteren schon fahren. Da findet ihr auch diverse Videos unten in der Videobeschreibung oder in den Playlists. Das heißt also, 1 Liter auf 100 Kilometern sparsamer. Bei der Kfz-Steuer aufgrund des CO2-Reduktionspakets ist er um 48 Euro günstiger in der Kfz-Steuer pro Jahr. Die Versicherungstarife sind gleich, aber wenn man mal die Gesamtbetriebskosten dann auf einen längeren Zeitraum sieht, holt er natürlich mit den niedrigen Kraftstoffkosten, mit den niedrigen Kfz-Kosten und dem Schonen der Bremsanlage sicherlich auch wieder die 1.200 Euro dann über einen längeren Lebenszyklus auf alle Fälle hinein. Wer natürlich das Auto nur um 1 oder 2 Jahre fährt im Leasing, für den ist es ganz klar, der nimmt das Fahrzeug mit der niedrigeren Leasingrate. Aber wer ihn kaufen möchte, der ist beim Hybrid sicherlich besser dran. Der sollte einen besseren Wiederverkauf haben, eben aufgrund des elektrifizierten Antriebsstranges, dem niedrigeren CO2-Wert, den er emittiert. Und eben, weil er eben auch die geringeren Betriebskosten dann hat am Ende, durch die hohe Rekuperationsleistung wird die Bremsanlage deutlich weniger beansprucht, gerade im Kurzstreckenbetrieb. Und vor allem, wer im Kurzstreckenbetrieb unterwegs ist, der holt hier mit dem elektrifizierten Antrieb sicherlich auch mehr als 1 Liter Verbrauchsersparnis raus, denn das Fahrzeug fährt eben, und das ist sehr untypisch für ein 48 Volt Mild-Hybrid-System, sehr, sehr häufig voll elektrisch in der Stadt und damit sorgt er natürlich dafür, dass der Kraftstoffverbrauch deutlich reduziert wird, gerade da, wo eben der Kraftstoffverbrauch beim Benziner ohne Elektroantrieb deutlich nach oben geht. Also am Ende des Tages ist es eine Frage deines jeweiligen Einsatzgebietes, ob eher der Hybrid passt oder am Ende eben der nicht elektrifizierte Antriebsstrang. Ich persönlich würde ganz klar zum elektrifizierten Antriebsstrang raten, da er einfach auch deutlich angenehmer im Fahrbetrieb ist und der Aufpreis am Ende des Tages natürlich eben auch wieder für meine Begriffe reingespielt wird. Was kostet der Opel Corsa Hybrid? Ab 26.100 Euro geht es los. Ganz klar, teurer ist er und sehr teuer ist auch unser Testwagen mit 32.770 Euro. Aber wenn man das Wettbewerbsumfeld wie den Seat Ibiza einmal betrachtet, zum Beispiel, dann ist das ungefähr dasselbe Geld. Also auch hier wieder dann eben der Punkt deines persönlichen Favoriten oder vielleicht sogar am Ende, welcher Händler das bessere Angebot macht. Ich hoffe, ich habe dir ein gutes Angebot gemacht hier mit der Videovorstellung des Opel Corsa. Falls dem so ist, dann schenk mir gerne ein Abo des Kanals und ein Like für dieses Video. Schreib mir aber jetzt gerne deine Meinung unten in die Kommentarbox, dann kann ich mit dir über den Opel Astra Hybrid diskutieren. Danke, dass du reingeklickt hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, sage Tschüss und Servus, dein Ubi.